Heute habe ich das Rezept für Engelsaugen und die sind wirklich schnell gemacht. Ich habe als erstes weiche Butterpuder, Zucker, Eigelb und Vanille verrührt. Dann kommt das Mehl dazu. Meinen Teig habe ich dann abgedeckt, für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt. Dann werden kleine Kügelchen geformt. Mit der Rückseite von einem Kochlöffel Mulden reindrücken. Da füllen wir dann die Konfitüre rein. Dann werden die Plätzchen gebacken und nach dem Abkühlen kommt Puderzucker drauf. Und die Kekse sind auch schon fertig. Lass es bloß verschwinden für mehr Weihnachtsgebäck.